Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft und ja, heute, das ist auch die letzte Folge, die ich in den Sommerferien noch aufnehme, ne? Also, ja, wahrscheinlich jetzt auch die letzte Folge, die so lange vorproduziert ist. Ich werde also jetzt die nächsten Tage erstmal nicht so viel machen, oder beziehungsweise gar nichts hier, sondern werde erstmal ein bisschen warten, bis ich dann wieder Let's Play weiter aufnehme. Ja, auf jeden Fall habe ich zurzeit auch gerade gar keine Lust auf ein Thema, deswegen, ja, gibt's heute mal nichts und es ist sowieso besser heute, denn wir müssen erstmal hier uns auf das Haus vorbereiten, ne? Und das kostet erstmal genug, ne? So Nerven und so weiter. Ja, irgendwie habe ich auch gerade keine Minecraft-Sounds, keine Ahnung. Moment. Ja, irgendwie, keine Ahnung, das ist schon wieder alles verbuggt hier. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, ich gucke einfach mal, dass ich vielleicht mir jetzt was aufbauen kann. So, die kommen erstmal hier weg. Und ja, ich habe auch übrigens geupdatet auf die 1.12.1, ne? Das ist also jetzt hier alles mal ein bisschen aktueller. Vorher waren wir noch auf der 1.12. Da hätte ich theoretisch auch mal diesen Items-Klon-Bug ausnutzen können. Ne? Der war ja sogar relativ einfach. Also, der war gar nicht so schwer zu reproduzieren. Da habe ich mir nämlich nochmal das Video angeguckt von Spark of Phoenix. Der hat das ja gezeigt und ja, war eigentlich ein ganz cooler Bug. Ja, leider haben sie den jetzt gefixt. Ne? Da hätte man sich das neue Rezeptbuch ja auch mal wieder zunutze machen können. Da hat man nämlich einfach nur hier ganz oft auf Workbench drücken müssen, auf das Rezept, ne? Und dann konnte man da sich Diamant-Chestplates oder so reproduzieren, was ganz komisch war, weil die waren einfach nur irgendwo im Inventar und die wurden dann irgendwie zu einem 65er-Stack oder so. Ja, war ganz komisch, keine Ahnung, wie das funktionieren konnte. Ja, ich brauche auf jeden Fall jetzt erstmal ein kleines Haus und das mache ich mir mal. Ich werde jetzt erstmal hier, ja, das normale Holz verwenden. Gut, ich kann auch mal ein paar Öfen machen, das geht auch. Vielleicht so 3 Stück oder so. Dass ich sage, okay, wir machen das mal so hier. Da brauche ich aber auch noch ein bisschen Kohle. Wo habe ich denn die? Ach scheiße, jetzt habe ich nicht mal Kohle mehr oder was. Oh Mann, das ist ja schon wieder peinlich. Ja, was mache ich da jetzt? Muss ich jetzt erstmal Kohle sammeln. Das würde aber besser gehen, wenn ich nebenbei ein Thema hätte. Naja, vielleicht finde ich ja in der Nähe kurz eine Höhle und kann mal ein bisschen was abbauen. Das wäre ganz gut. Ja, hier ist natürlich erstmal nichts, aber da vorne sieht es gut aus. Ah, da ist Kohle. Sehr schön. Was ist das hier? Ist das die Glück? Nee, natürlich nicht. Naja, egal. Ich nehme jetzt mal die normale Spitzhacke. Ich weiß gar nicht, ob ich die Glücksspitzhacke mit habe. Ich weiß gar nicht, ob ich da eine habe. Na gut, doch in meiner alten Gegend, wo ich bis 2015 immer war. Da hatte ich die. Oder da hatte ich eine, aber danach weiß ich nicht, ob ich nochmal eine verzaubert hatte. Ich weiß nur, dass ich eine sinnlose Brühsamkeitsschaufel hatte, ne, die kein Mensch braucht. So, naja, ich baue es jetzt erstmal so ab. Dann gehen wir gleich zurück und schmelzen. Ich will auch heute eigentlich nicht so langsam vorankommen. Deswegen will ich mich jetzt hier gar nicht lange aufhalten. Ah komm, das Eisen nehme ich nochmal mit. Haben wir vielleicht noch mehr Kohle? Vielleicht hier noch? Ja, natürlich nicht. Geht's hier noch weiter mit der Höhle? Nee. Naja, egal. Wir sind ja auch direkt wieder da. Ich bin ja nicht weit gelaufen zum Glück. Da geht das schon. Und ja, da können wir hier mal... Oh, ich habe sogar perfekt genug, Alter. Das ist ja wieder genau abgezählt, ey. Das ist aber auch nicht so geil, weil auf der anderen Seite brauche ich halt auch eigentlich mehr. Weil ich dann ja auch mal ein bisschen was, ja, übrig haben will. Und nicht die ganze Zeit immer farmen gehen will und so. Da vorne ist doch noch was am Berg. Dann nehme ich das mal mit. Ich brauche auch gerade noch mal ein paar Schafe am besten. Oder Spinnen. Weil ich brauche ein neues Bett, ne? Also ich hätte mir echt sowas wie Betten und Kohle und mitnehmen müssen, ne? Weil Kohle hatte ich ja auch gar nichts dabei. Warum habe ich das nicht mitgenommen? Ich hatte doch genug, oder? Ja, ich glaube, so viel hatte ich jetzt nicht, aber es hätte auf jeden Fall gereicht. Naja, egal. Jetzt ist es eh zu spät, jetzt gehe ich nicht nochmal zurück. Weil ich gerade die Koordinaten auch gar nicht weiß. Ja, und dann schauen wir mal. Soll ich jetzt hier eigentlich das auf dieser Höhe lassen? Ich denke mal schon, ne? Da kann ich hier auffüllen mit Erde. Und ja, ich habe ja sowieso noch ein bisschen Erde jetzt übrig. Habe ich mir mitgenommen, ne? Genau, und dann kann ich dann schon mal terraformen. Und ja, hier werde ich jetzt auch noch ein bisschen Erde rausgewinnen. Denn ich werde jetzt hier erstmal anfangen mit dem Grundstück. Das sind 4, 5, 6, 7, 8, 9 machen wir erstmal, ne?
Oder nee, komm, wir machen gleich 11. Wir müssen gleich wieder übertreiben. Und Alter, hat er mich jetzt erschreckt, Alter. Hilfe, ey. Weg mit dem. So. Okay, das sind 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dann machen wir hier mal so ein Quadrat, ne? Da werde ich jetzt erstmal nur Cobblestones hinsetzen. Und das wird vielleicht erstmal so ein Unterstand werden oder so. Ich weiß es noch nicht. Aber ich stelle mir das ganz cool vor, wenn das so ein Unterstand ist, mit einfach so Zäunen oder so. Und dann bauen wir eben erst dann danach oder so ein Haus. Aber jetzt eben erstmal hier so eine Art, keine Ahnung, soll es ein Marktplatz sein? Kann man das so nennen? Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls wird es erstmal was anderes sein. Was wir so noch nicht hatten auch. Und da kann ich ja jetzt vorerst meine Kisten und so hinstellen, ne? Weil, ja, das richtige Haus wird sowieso noch ein bisschen dauern, bis wir das bauen. Oder bis wir es fertig haben, bis ich da einziehen kann und so. Und bis dahin will ich meine Kisten nicht unbedingt da im Berg stehen haben. Deswegen mache ich das gerade mal hier so, ne? So, mit Behutsamkeit könnte ich natürlich auch ein paar Cleanstones holen. Das geht natürlich auch. Naja, egal. Jetzt ist eh zu spät. Aber warte mal, ich mache mal den äußeren Kranz am besten aus Steinziegeln. Und innen das aus Cobblestone. Damit wir nochmal so ein bisschen kleine Abwechslung haben zumindest, ne? So, dann hier noch. Und dann müssen wir nur noch den Rest ausfüllen. Ja, ist halt jetzt blöd, dass ich kein Bett habe. Oh, na toll, jetzt kommt ja auch noch eine Hexe, Alter. Das gibt's doch nicht. Zum Glück hat die mich nur leicht erwischt mit ihrem Trank. Ich weiß halt nicht, wo hier Schafe sind, ne? Oder Spinnen. Da bräuchte ich halt jetzt erstmal welche. Hm. Ist da oben ein Schaf? Ne, das ist nur ein Pferd. Oh Mann, ey, das kann doch nicht sein. Da muss doch irgendwo mal was sein, ein Vieh. Wo ich mal eine Chance auf ein Bett habe später, ne? Hier ist nicht mal eine Spinne, Alter. Was soll denn das? Hauptsache Skelette und Zombies, weil sie kein Mensch braucht. Nach denen, ja, fragt sowieso keiner. Wow, ein Faden. Hätten ja auch mal zwei sein können. Na gut, komm, ich beschwere mich mal nicht. Bin froh, dass ich überhaupt Spinnen finde. Wenn ich noch welche finde. Oh, jetzt kann ich mal ein bisschen schneller laufen hier. Das ist ja wie... Das ist ja auf jeden Fall eine Erholung hier. So. Komm, kein Bock gegen Creeper zu kämpfen. Ich will nur Spinnen haben. Oh Mann, ey, immer diese scheiß Probleme, weißt du, bis du dann mal ein Bett zusammen hast, das gibt's doch nicht. Aber ich kann das Bett färben. Mit ein bisschen... Ah, das gibt sogar roten Farbstoff. Ich dachte orange. Manche Blumen geben ja zum Beispiel auch nur hellgrauen Farbstoff, obwohl sie eigentlich weiß sind. Weil sie einem das Knochenmehl nicht gönnen. Ja. Ist dann auch mal scheiße, ne? So. Ach, ich dachte schon, da ist jetzt ein Dschungel oder so. Sah irgendwie kurz so aus. Wäre ja relativ selten, ne? Also in die Richtung kann man auf jeden Fall nochmal erkunden. Da weiß ich ja noch nicht so, was da los ist. In den anderen Richtungen habe ich ja schon geguckt, letzte Folge. Und da bin ich ja nicht so zufrieden. Da gibt es ja nur ewig große Wiesen, aber naja, das ist jetzt auch nicht so spannend. Oh Mann, ey, geh weg, ey. Ganz ehrlich. So, aber immerhin habe ich noch 4 Kohle übrig. Hey, wie habe ich denn das hingekriegt? Ich dachte, ich hatte keine übrig. Oder hatte ich irgendwie nur einen halben Stack irgendwo reingetan? Also dieser... Also halt nur einen halben von dem 8er Stack, ne? Meine ich jetzt. So. Ist ja auch egal. Was dann mal wichtiger wäre, wäre ein Bett. Ich hoffe, dass ich... Genau. Das sollte ich auf jeden Fall mal kriegen hier. Weil so kann es ja nicht weitergehen. Ist ja erbärmlich hier. In den ganzen Viechern, na gut, wenn man es halt sieht vorher, dann kann man sich dagegen verteidigen. Aber es muss halt nicht sein, ne? So, Moment. Ah, ich werde ein paar Zäune machen.
Ich nehme an, dass das reicht. Ja, definitiv. Das wird was. So. Okay, ein String, ey. Das ist wirklich so ein Armutszeugnis. Und ich bin ja hier auch etwas länger rumgelaufen, ne? War da noch eine Spinne? Nee. Mann, ey. So, ich würde auch sagen, wir können die eigentlich ein bisschen höher machen. Also so ungefähr. So. Ja, passt, definitiv. So, dann hier so ein bisschen hochstecken. Und Nummer 3, so. Ja, dann braucht man natürlich oben auch noch ein Dach, ne? Da würde ich sagen, nehmen wir dann erstmal so einen ganzen Block. Ich weiß aber noch nicht was. Wahrscheinlich auch Stone Bricks, weil, ja, keine Ahnung, habe ich mir jetzt einmal gemacht. Soll nicht umsonst gewesen sein. So, und deswegen stacke ich mich mal kurz hier hoch. So, und baue das mal hier. Also einfach so eine Umgrenzung. Erstmal. Oder soll ich da so Treppen nehmen? Komm, ich nehme Treppen. Warte. Die hat Effizienz, ne? Oder? Ne, Haltbarkeit hat die. Na, egal. Geht trotzdem schneller als Eisenspitzhacke. Oh, Mann. Oh, Mann, ey. So. Ja, dann machen wir eben Treppen. Da hat man halt immer noch einen besseren Einfall hier. Keine Ahnung. So, zack. Verlieren wir aber auch wieder Steine, ne? Ist ja immer so ein Verlustgeschäft mit den Treppen. Das definitiv. Was ich auch komplett dumm finde eigentlich. So, aber sieht halt besser aus und deswegen mache ich das mal eben. Das lässt sich halt auch wieder beschissener platzieren, ne? Ich glaube, von unten geht's besser. Da muss man zumindest nicht balancieren. Das fällt immer sehr schwer. Das musste ich letztens erst in einem anderen Projekt. Und da war das schon schlimm genug. Da will ich das nicht ja auch noch machen, ne? So, auf jeden Fall würde ich dann so dann als nächste Stufe so eine Slab nehmen. Obendrauf und dann in die Mitte Schwarzeichenholz. Das fände ich ganz cool. Da haben wir was schön Abwechslungsreiches. Vielleicht mache ich da noch Glowstone rein. Ah gut, das habe ich natürlich gerade nicht zur Hand, den Glowstone. So, aber immerhin noch eine Spinne, die natürlich nichts droppt, ist ja klar. Ja. Meine Fresse, ey. Du musst ja wirklich erst 20 Spinnen töten, bis du dann mal genug zusammen hast für ein scheiß Bett, Alter. Nur weil es keine Schafe geben kann. Das ist ja auch zu viel verlangt. So, wann bin ich jetzt doch hier oben? Hm, keine Ahnung. Ich fände das hier so einen ganz guten Screenshot, weil das widerspiegelt so ein bisschen die, ja, Bauarbeiten, die zurzeit hier noch stattfinden. So. Ja, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Okay. Und dann würde ich sagen, wäre es das gewesen von dieser Folge Minecraft und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wo ich hoffentlich hier vorankomme und dann auch mal mein Haus anfangen kann, ne? Vielleicht gibt es ja auch mal wieder so eine Timelapse-Folge, wo ich dann mal nachsynchronisiere. Das wäre eigentlich auch mal wieder ganz cool. Das hat man lange nicht und würde sich eigentlich mal wieder lohnen, ne? Weil jetzt haben wir auch was zu tun wieder ordentlich. Und da ist uns nicht so langweilig, sag ich mal. So, und ja, dann gucken wir mal. Hier halt noch ein paar Treppen machen kurz und das wär's erstmal. Dann, ja, jetzt aber wirklich tschüss und bis zum nächsten Mal. Die musste ich jetzt noch setzen.